Jana ist tot. Bist du sicher? Bitte? Ja, dasselbe haben wir über Tanja auch schon mal gedacht. Ansgar, du bist so widerlich. Ach je. Carla kann ein Lied davon singen. Die Brandner Frauen kommen und gehen wieder. Naja, nicht alle. Es war ja klar, dass von dir kein Mitgefühl zu erwarten ist. Eins sage ich dir. Wenn du Leonard gegenüber solche Sprüche loslässt, wirst du es bereuen. Wo darf ich servieren? Oh. Charlie. Ich wollte gerade zu dir. Ich will ins Krankenhaus. Jana Sachen abholen. Charlie. Sie hat nach vorn geblickt. Hat ja so viele Pläne. Beim Krankenhaus ist eine kleine Kapelle. Ich habe eine Kerze angezündet. Ja, ich habe auch eine Kerze angezündet, aber mein Licht, das war wohl nicht hell genug. Diese Dinge liegen nicht in unserer Hand, Arno. Aber du kannst für Jana beten. Ich bin mir sicher, dass sie es hört. Ja, Charlie. Janas Sachen aus dem Krankenhaus. Das hätte ich doch erledigen können. Achso, Susanne hat Paul mittlerweile erreicht, nur Nico kriegt sie nicht an die Strippe. Ja, ich versuch's gleich nochmal. Und Lisa ist zurück aus München von ihrem Casting. Susanne hat sie zwar abgeholt, aber sie muss jetzt zur Nachtschicht. Lisa ist vollkommen fertig. Ich glaube, es ist besser, ja, wenn ich kümmere mich doch. Danke. Mir ging's auch gut. Ich verstehe das einfach nicht. Es ging so schnell. Sie hat nicht gelitten. Sie hatte so viele Pläne. Sie hat sich so drauf gefreut. Da war viel Pech dabei. Nur der AB von Nico von Lahnstein. Gute Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Nico.